Ey, ist die Decke geschrumpft? Weil das sieht irgendwie so eng aus. Okay, okay. Sehr gut. Das ist so krass hier. Es sind einfach Wellen von grauen Dingern. Die drückt jetzt richtig raus. Ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es sieht echt aus wie eine Sekte. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute spawnen wir 1000 Magier in einem Haus in Minecraft. Oder Minecraft. Ich merke im Schnitt immer, ich sag das irgendwie komisch. Es ist 20:05 Uhr und ich drehe ein Video. Positiv, am Abend kann ich, denke ich, am besten reden. Also eventuell wird es heute nicht so ein komisches Redevideo. Negativ, es ist abends und ich kann eventuell maybe müde sein. Ja, ist schon auf einfach gestellt, die Welt. Warum einfach? Ganz einfach. Die anscheinend zu Monstern zählen. Das heißt, ich kann natürlich nichts auf friedlich spawnen. Dementsprechend sind hier überall Schleime überall verteilen. Das nervt mal wieder. Und ich habe vergessen, die Fledermäuse hier zu entfernen. Also, ja, müsst ihr euch noch kurz gedulden. Aber ich mache ihn. Bro, seit wann spawnen hier Skelette? Ich habe ungelogen noch nie hier ein Skelett gesehen. Noch nie. Ja, aber Leute, wir dürfen uns das noch nicht angucken, weil 1000 Skelette in irgendwas, das kommt erst demnächst irgendwann, das Video. Ich denke, weil ich werde 1000 Skelette in der Höhle platzieren oder so, oder vielleicht in einem Haus, ich weiß es noch nicht. Aber Leute, das war jetzt ein kleiner Spoiler. Weil jetzt wisst ihr schon, wie Skelette aussehen. Ich habe übrigens auch gerade Essen bestellt, weil ich Hunger habe. Und wieso erzähle ich euch eigentlich random, was ich gerade mache? Ihr wollt doch eigentlich nur das Video sehen. Wie gesagt, heute das Videoformat ein bisschen auf Harry Potter angelehnt. Ja, du siehst aus wie ein Diener. Ich blende euch kurz ein Bild ein, weil ich habe keinen Bock, jetzt den rauszusuchen und zu spawnen. Du siehst mal so gar nicht aus wie ein Magier. Kannst du wenigstens irgendwas? Ich glaube, der kann die Tür aufmachen. Wir müssen hier zumachen, weil ich glaube, der verschwindet sonst. Ich glaube, der macht die Tür auf. Sehr an Menschen angelehnt. Das Menschenvideo kennt ihr ja. Wenn nicht, dann könnt ihr es euch gerne angucken. Der eine ist jetzt nichts Besonderes. Hat so ein Schild da. Du kannst da nicht raus, die Tür ist zu. Stellt euch mal vor, die verbünden sich jetzt alle, die Magier, und bündeln so ihre magischen Kräfte, ihre Magie und machen dann irgendwas Krasses. Ja, nee, also ich glaube, das wird sehr menschenhaft heute. Wie gesagt, Münchner U-Bahn. Ich bringe das Beispiel immer wieder, aber es ist einfach so. Ich habe halt auch keine Magiergeschichte. Ich meine, welcher Weirdo hat eine Magiergeschichte? Magier existieren gar nicht. No hate on Harry Potter. Ach ja, was ich sagen wollte, mein Essen kommt demnächst. Ich habe es gerade erst bestellt, deswegen weiß ich nicht, wie lange die brauchen. Mein längstes Lieferdiensterlebnis, kann ich das so nennen, war im Übrigen, dass mein Essen 2 Stunden zu spät angekommen ist. Beziehungsweise 2,5. 2,5 Stunden habe ich auf mein Essen gewartet. War dann dementsprechend hart kalt, glaube ich. Das Schlimme ist, dieser eine Lieferdienst hat das öfter gemacht. Und jetzt fragt ihr euch so, wieso bestellst du dann bei dem, wenn der so spät liefert? Ganz einfach, weil das der einzige Lieferdienst in meiner Stadt war, wo ich damals gewohnt habe, der annähernd gutes Essen macht. Weil der andere, da waren die Pizzen und die ganzen Nudelgerichte so ganz komisch, weiß ich nicht. Dementsprechend war das die einzige Alternative. Leute, wir machen kurz einen. Kann ich die ineinander platzieren? Nein. Das heißt, ich muss Lücken finden. Aber ihr wisst ja, das ist richtig nervig. Aber wir machen mal kurz einen Check. Let's go. Ja. Die Sicht ist wunderschön. Ey, ist die Decke geschrumpft? Hatten wir damals, als wir die anderen Menschen platziert haben, nicht irgendwie eine höhere Decke? Weil das sieht irgendwie so eng aus. Jetzt mal Real Talk. Irgendwie sieht es 100% aus wie bei den Menschen. Die haben halt einfach eine andere Farbe und ein Cape. Beziehungsweise ein Mantel. Weiß ich nicht, wie ich das definieren soll. Enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ich dachte, ihr seid besonders. Ihr könnt irgendwas. Was wir machen könnten, dass wir uns am Ende mal auf Survival stellen. Eventuell greifen die uns an. Eventuell müssen wir die als erstes angreifen, dass die uns attackieren. Freunde, ich platziere jetzt übrigens auch im ersten Stock. Nervt ein bisschen, dass ich im Erdgeschoss teilweise 5-10 Sekunden nichts nichts platzieren kann, einfach weil der ganze Raum voll ist, also der ganze Boden, bis ich da mal eine freie Stelle finde und was platziert wird. Schwierig. Was mich auch ein bisschen nervt, dass die alle die gleiche Optik haben, also alle gleich aussehen. So, könnt ihr da nicht ein bisschen Variation reinbringen, Minecraft-Entwickler? Das ist ja ein bisschen langweilig. Ich dachte, gerade Magier sollten doch irgendwie magisch sein oder so. Ihr seid einfach normaler als die Menschen. Und das ist schon ein bisschen traurig. Kein Wunder, warum euch niemand mag. Wegen Magier. Versteht ihr? Ja, diese Witze sind so geil. Zwar absolut cringe, aber ja. Okay, okay. Sehr gut. Oh, ist schon ziemlich voll. Aber die grauen Köpfe, wie gesagt, die erinnern mich immer noch so hart an die Diener, glaube ich, waren es. Wie die sich hier durchdrängeln. Ja, wo wollt ihr hin? Ihr könnt nicht raus. Erster Stock und Dachboden sieht fast genauso aus. Wir gehen kurz raus. Kurzer Check von außen. Brudi, wie bist du hier rausgekommen? Hast du dich etwa rausgezaubert? Versteht ihr wegen? Er ist ja ein Magier und... Die Schleime wollen auch rein, so wie es aussieht. Es ist einfach, es könnten Diener sein. Ich könnte die Titel einfach nennen. 1000 Diener in einem Haus spawnen. Und es wäre true, so gefühlt. Es sieht einfach aus wie eine Sekte. Also alle mit dem gleichen Mantel und so. Okay, hier ist noch ein bisschen Platz. Dachboden habt ihr nicht so befüllt. Ja, auch noch ein bisschen, aber schon voll. Und hier... Aha,
Alter. Hier ist, so wie damals bei den anderen Menschen, absolut jede einzelne Stelle bedeckt. Ich glaube, ich könnte hier nichts mehr spawnen, weil hier wirklich absolut alles voll ist. Könnt ihr irgendwie Feuerbälle schießen? Könnt ihr irgendwie Blitze aus euren Händen? Okay, ich glaube, das wäre eher Imperator-Style. Normale Macht ist natürlich geil, aber wenn du so Blitze aus deinen Händen feuern kannst, wie der Imperator oder Prinzessin Azula oder der Feuerlord, wie die mit ihren Schildern hier rumlaufen. Das ist so krass hier. Es sind einfach Wellen von grauen Dingern. Also Lag-Check? Minimals vielleicht. Also wirklich fast nichts. Muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Dachte, da kommt mehr. So, aber jetzt wir machen die Tür auf und schauen uns mal das Gemenge an. Check. Nein, ich wollte dich doch gar nicht spawnen hier. Okay, kommt raus. Er sieht echt immer noch aus wie ein Mund. Ach man, muss ich jetzt echt alles aufmachen, damit die irgendwie rauskommen? Oh, jetzt die drückt es jetzt richtig raus. Ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es sieht echt aus wie eine Sekte. Es ist einfach eine Sekte, die so ihre Veranstaltungen abhält in so einem Haus mitten im Nichts. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gutheißen kann. Ich muss das jetzt melden, Freunde. Ihr seht halt auch alle einfach gleich aus. Ich stelle mich jetzt kurz auf Survival. Let's go. Greifen die mich an? Oh mein Gott. Was? Hallo? Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Was ist das? Oh mein Gott, die greifen mich hier echt an. Hä? Was habt ihr hier für Ma... Oh mein Gott, wie gut. Ey, ihr könnt ja echt zaubern. Nein, 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 stopp, stopp. Nein, 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 stopp. Ich würde jetzt so gern fliegen, aber ich kann ja nicht. Die spawnen so Zauber, so Feen. Und der eine hat irgendwie hier gerade so... Der war irgendwie erdbändiger Style gerade. Leute, ich nehme alles zurück. Das hier sind diese kleinen Engel, kann man das so sagen? Oh, die sterben aber anscheinend. Auf der einen Seite nehme ich alles zurück. Ihr Magier habt doch was ihr könnt. Also ihr könnt deutlich mehr als andere. Warte, ich spawn jetzt mal kurz einen Menschen und gucke, ob die den angreifen. Weil die können doch jetzt nur nicht nur mich angreifen. Ja, die gehen auch auf den Villager. Ich habe eine Idee. Wir machen es jetzt so, weil ihr habt ja gesehen, die Magier greifen, so wie es aussieht, die Dorfbewohner an. Also die normalen Menschen. Und da stelle ich mir die Frage, ey, ich hätte richtig Bock, so 1000 Magier gegen einen Menschen oder gegen mehrere Menschen eben. Also dass wir dieses 1000 versus 1 Video mal mit Magiern machen. Wenn diese Magier die ganze Zeit so Fähigkeiten einsetzen, also verschiedenste Fähigkeiten, diese Dinger spawnen und so und dann gegen so einen Menschen, ich glaube, das sieht richtig, richtig krass aus und cool. Oder eben gegen eine andere Kreatur, die dann auch angreift, dass es dann wirklich so ein Gladiatoren-Battle gibt. Oh, ich glaube, das wäre geil. Das machen wir safe, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Daumen nach... Es ist immer noch das Gleiche. Über ein Like und einen Kommentar freuen. Das würde mich sehr unterstützen und ja, helfen zu sehen, ob euch die Projekte gefallen. Sonst war es das mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.